Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter lieber Uwe Konrad, meine sehr geehrten Damen und Herren Landtagsabgeordnete und alle übrigen Gäste, die eine Begrüßung verdient haben, die aber den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Ich komme auf den einen oder anderen noch im Laufe des kurzen Impulses zurück. Ich bitte um Entschuldigung für mein ungewöhnliches Erscheinungsbild. Es hängt damit zusammen, dass ich mein Jackett, was normalerweise nur alle 4-5 Jahre mal vorkommt, in meinem Büro in Berlin vergessen habe. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich dann im Flughafen war und dort kein Jackett im Auto war. Ich habe dann im Flughafen gedacht, ich frage mal den Heiko Maas, ob er mir mit seinem Jackett aushelfen kann. Das wäre aber in einer Katastrophe geendet. Für das Jackett meine ich jetzt, nicht für uns beide. Und dann habe ich mich entschieden, so wie ich bin, vor Sie zu treten und Rechenschaft abzulegen. Zweitens, ich finde es toll, dass der Titel gewählt worden ist, ist die freie Welt in Gefahr. Und dann habe ich gesehen, im Podium sitzen ganz viele kluge, schlaue Leute, vor allen Dingen aber auch der Stefan Ohri, einer meiner ältesten politischen Bekannten, die hier im Saal sind. Wir haben nämlich 1974 zusammen die Schülerunion gegründet, das ist 43 Jahre her, und wir haben uns damals schon über die Frage unterhalten, ob die Welt in Gefahr ist. Damals war die Welt sogar vielleicht subjektiv gefühlt, objektiv gefühlt, viel mehr in Gefahr, weil damals mitten in Deutschland noch eine Zonengrenze war, weil damals die Blöcke Warschauer Pakt und NATO aufgerüstet hatten, weil die Menschen gar nicht wussten, was sie glauben wollten, waren die Mittelstreckenraketen, die die NATO als Antwort auf die russischen Mittelstreckenraketen SS-20 und 21 und 22 installiert hat, waren das gute Raketen, weil sie uns vor dem Feind schützten, oder waren es böse Raketen, weil Raketen generell böse sind und Waffen. Darüber ist diskutiert worden mit 500.000 Leuten auf Friedensdemonstrationen in Bonn und anderswo. Und trotzdem ist es uns gelungen, über diese 43 Jahre hinweg, lieber Stefan, durch gemeinsame Bemühungen die Freiheit der Welt einigermaßen zu erhalten. Allerdings mit wechselhaftem Erfolg. Die erste Phase war die Phase nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und des Eisernen Vorhangs, wo es einen amerikanischen Professor gab, der geschrieben hat, Fukuyama geschrieben hat, es ist das Ende der Geschichte. Ab jetzt sind die großen Konflikte vorbei, ab jetzt gibt es keine politische Geschichte, wie wir sie zumindest seit Napoleon und dem 19. Jahrhundert kennen, sondern ab jetzt geht es halt eben nur noch darum, ob man Straßen baut, Brücken baut. Wir haben gesprochen, auch in Deutschland, von der Friedensdividende, die sich daraus ergibt, dass man mangels kaltem Krieg auch viel weniger Waffen braucht und das Geld in andere Projekte investieren kann. Und dann gab es die Erweiterung der Europäischen Union, die Erweiterung der NATO, es gab demokratische Regierungen, nicht nur in Polen, in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Slowenien, in den Ländern des Balkan. Es gab demokratische Regierungen auch in Südamerika, in Mittelamerika, mehr als vorher. Und es gab vor allen Dingen eine Tendenz hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland, die dazu führte, dass Russland zwischen 1991, das war der Putsch gegen Gorbatschow, und mindestens im Jahre 2010, in einer Situation war, dass man sagen konnte, es gibt dort Meinungsfreiheit, es gibt dort einen Ansatz von Rechtsstaatlichkeit, vielleicht nicht so wie bei uns, aber jedenfalls die Chance, dass dieses Land sich für Demokratie und Freiheit öffnet. Und wenn wir uns heute umschauen, dann ist es so, dass die allermeisten Deutschen das nachvollziehen, was Frank-Walter Steinmeier am Tag seiner Wahl zum Bundespräsidenten gesagt hat, nämlich, es scheint, als ob die Welt ein Stück weit aus den Fugen sei. Man kann es gar nicht so erklären, weil die Sonne scheint, die Altstadt ist voll mit Leuten, die Lebensqualität hat sich gehoben, die Arbeitslosigkeit ist im Augenblick so niedrig wie seit 1981 nicht mehr, was die Arbeitslosenquote angeht. Die Reallöhne steigen und trotzdem gibt es dieses Gefühl der Unsicherheit, dieses Gefühl der Verwundbarkeit, anders als zu Zeiten des Kalten Krieges. Obwohl es im Kalten Krieg halt eben auch ein aggressives Land gab, die damalige Sowjetunion. Die waren in Afghanistan, die waren in Mosambik, die waren in Angola.
Die haben versucht, den Einflussbereich auszubreiten und trotzdem hatte man das Gefühl, dass sie sich an Regeln halten. Das hat sich geändert und zwar gewaltig. Wenn man sich umschaut in der Welt, dann stellt man fest, dass es eben ganz verschiedene Entwicklungen gibt, die sich nebeneinander und parallel abspielen und gegenseitig beeinflussen. Das eine ist, was ich bezeichnen möchte, als einen Attraktivitätsverlust von Demokratie. Wir waren der Auffassung nach 1989, dass der Siegeszug der Demokratie genauso unaufhaltsam ist wie der Siegeszug der sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft oder die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist heute in praktisch allen Ländern dieser Welt anerkannt als das ordnungspolitische Prinzip. Ich sage immer, es gibt nur zwei Orte auf der Welt, wo das nicht so ist. Das eine ist das Zentralkomitee der KP in Nordkorea und der andere Ort, ich hoffe, es sind keine Betroffenen hier, das ist die Bundestagsfraktion der Linkspartei, aber ansonsten wird die Marktwirtschaft in ihrer Geltung eigentlich von niemandem bestritten, nicht mal von Herrn Putin oder von der chinesischen Staats- und Parteiführung. Der Siegeszug der Demokratie hat sich leider nicht in gleichem Maße entwickelt. Und wir haben festgestellt, dass es Länder gibt, wo die Menschen sagen, wenn wir Wohlstand und materielle Sicherheit haben, legen wir auf Demokratie nicht mehr so einen großen Wert. Ein Beispiel dafür ist Singapur, das ich nicht als undemokratisch bezeichnen würde, wo die Menschen aber mit den kleinen Einschränkungen dessen, was man normalerweise Demokratie bezeichnet, ganz gut leben können, weil es ein Land ist, das von Milch und Honig fließt, mit einem enorm hohen Wohlstand für jeden Einzelnen und auch einem hohen Maß an innerer und äußerer Sicherheit. Und auch in China, wenn wir uns umschauen in China, wo wir ja im Jahre 1900, in den 80er Jahren, den chinesischen Frühling hatten in Peking, wo wir eine enorme Bürgerrechts- und Demokratiebewegung hatten. Auch dort ist es so, dass der wirtschaftliche Erfolg der Staats- und Parteiführung eben auch viele Leute davon überzeugt hat, dass es vielleicht auch wichtig ist, dass man jeden Tag satt zu essen hat und dass man zu Hause ein Fernsehgerät stehen hat und vielleicht sich ein Auto leisten kann oder zumindest ein Fahrrad und dass man das Auto irgendwann auch noch bekommt. Jedenfalls gibt es eine Debatte darüber, ob denn demokratische Regierungsformen überhaupt noch in dieser Welt, wo man ja von den Bürgerinnen und Bürgern auch die Legitimation braucht, ob sie überhaupt noch in dieser Welt zukunftsfähig sind. Thomas de Maizière diskutiert darüber viel. Ich glaube, dass man das alles nicht übertreiben soll, aber, und da gebe ich ihm völlig recht, wir müssen uns diesen Debatten stellen und wir müssen uns die Frage stellen, ob wir uns zutrauen, weltweit für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu werben und einzustehen. Das haben wir ein Stück weit verlernt. Irgendwie galt es als nicht schick, sich dafür einzusetzen und dafür andere zu belehren. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, sondern ich glaube, dass es bestimmte Grundregeln gibt, die nicht zur Disposition stehen und die man auch nicht mit der Tradition des jeweiligen Landes begründen kann. Das eine sind die grundlegenden, unveräußerlichen Menschen- und Freiheitsrechte. Die sind zwingende Folge dessen, was wir in der Französischen Revolution und in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gelernt haben, dass nämlich die Menschen frei und gleich geboren sind. Dass sie frei und gleich geboren sind und dass es deshalb gar keine Begründung und keine Rechtfertigung dafür gibt, dass einige Menschen anderen Menschen diese Rechte vorenthalten, mit welcher Begründung auch immer. Das war ein mühsamer Prozess, übrigens nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wir haben ja in Deutschland die Gleichberechtigung von Mann und Frau seit 1949 im Grundgesetz prominent verankert. Aber das eine ist, dass man es prominent verankert hat und das andere ist, in welchen Zeiträumen man es dann auch in die Praxis umsetzt und realisiert. Lieber Peter Jacobi, als wir beide in der Politik waren, da galt es schon als ein ganz eisernes Prinzip, keine Landtagswahl, keine Bundestagswahl, wo nicht wenigstens eine Frau auf der Liste war. Als ich ins Bundesinnenministerium kam als Staatssekretär, ist auch schon 12 Jahre her,
da gab es in diesem Bundesinnenministerium zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Frau, die jemals Abteilungsleiterin war und keine einzige Frau, die es jemals zur beamteten Staatssekretärin geschafft hätte. Und wenn wir uns umschauen, es gibt heute viele Bereiche von Wirtschaft und Verwaltung, wo von Gleichberechtigung in Führungspositionen insbesondere nicht die Rede sein kann. Und deshalb sieht man das auch wir, wo wir glauben, dass wir seit 70 Jahren eine gefestigte Demokratie haben, immer noch Grund und Anlass haben, über die Frage nachzudenken, was muss denn noch anders werden, was muss verändert werden, damit der materielle Begriff von Demokratie seine Ausfüllung findet. Und während wir darüber diskutiert haben, wie das aussieht in Singapur und in einigen afrikanischen und südamerikanischen Ländern, haben wir festgestellt, dass ganz offenbar auch unsere eigenen demokratischen Systeme längst nicht so gefestigt und stabil waren, wie wir das über viele Jahrzehnte geglaubt haben. Wenn wir uns umschauen, wir haben erlebt, dass in vielen europäischen Ländern populistische, rechtspopulistische, linkspopulistische Strömungen enorm an Einfluss gewonnen haben, und es sah eine Zeit lang so aus, als ob nicht nur die UKIP in Großbritannien den Brexit herbeigeführt hat, sondern als ob auch der Front National möglicherweise in der französischen Politik ein entscheidender Faktor werden könnte und die Partei von Geert Wilders ein entscheidender Faktor in den Niederlanden, dass wir in Österreich, einem Land, das uns doch so ähnlich ist, jedenfalls in vielem, dass wir dort eine Präsidentschaftswahl hatten, wo ein rechtspopulistischer Kandidat von der FPÖ es geschafft hat, 49% zu erreichen in einem freien und demokratischen Wahlgang, ist dann nicht gewählt worden. Und in Deutschland hatten wir auch aufgrund der großen Umwälzungen im Rahmen der Flüchtlingskrise eine Situation, wo eine rechtspopulistische Partei, ich habe den Namen vergessen, es geschafft hat, monatelang in Umfragen bei 15% zu liegen und Wahlergebnisse zu erzielen von über 20% in einigen Bundesländern. Nicht ganz so dicht besiedelt wie vielleicht das Saarland oder Nordrhein-Westfalen, aber immerhin. Und da kann ich dann wenigstens vermelden und sagen, dass wir diese Bedrohung ganz offenbar bereits dabei sind zu meistern und dass wir eine Chance haben, gestärkt daraus hervorzugehen. Wir haben erlebt, dass in Großbritannien der Brexit eine Mehrheit gefunden hat, aber dass es einen Katzenjammer gegeben hat anschließend über die Frage, was das bedeutet und wie das Land sich orientieren soll. Und ich kann jedem nur empfehlen, die freien Medien in Großbritannien zu verfolgen. Dort gibt es eine Debatte, wo sich zum Teil die politische Elite dieses Landes gegenseitig zerlegt. Wir haben es in den Niederlanden geschafft, dass die Partei von Geert Wilders keinen dominierenden Einfluss bekommen hat. Allerdings dauert die Regierungsbildung jetzt schon 3 Monate und niemand weiß, ob es nicht noch 3 oder 6 Monate mehr werden, bis die nächste Regierung im Amt ist. Wir hatten schon lange keine belgische Regierungsbildung mehr. Da ist es immer gewohnt, dass sie sehr lange dauert und viele Probleme aufwirft, weil das Land halt eben in bestimmten Bereichen sehr gespalten ist. Und wir haben in Frankreich eine Präsidentschaftswahl, die uns allen sehr, sehr viel Mut und Hoffnung gibt, weil ich glaube, dass das deutsch-französische Verhältnis eine Chance hat, wie zum letzten Mal, als François Mitterrand und Helmut Kohl eine unglaublich enge Zusammenarbeit realisiert haben. Aber ich sage auch, in Frankreich ist das komplette Parteiensystem, das komplette etablierte Parteiensystem mit sozialistischer Partei, die imstande war, 40% der Stimmen zu erreichen, mit konservativer Partei, die imstande war, 40% der Stimmen zu erreichen, in sich zusammengebrochen und zerbröselt. Und kein Mensch weiß, wie das System sich neu sortieren wird. Was wir wissen, ist, dass der neue Präsident immerhin die Unterstützung seiner Landsleute hat. Und das ist ein nicht unerheblicher Punkt. Und viele haben geglaubt, dass die Europäische Union als Ordnungsfaktor nach dem Brexit-Referendum langsam, aber sicher ihrem Ende entgegengeht, dass es nach dem Brexit einen Grexit oder einen Frexit oder einen Nexit gibt, je nachdem, welches Mitgliedsland betroffen ist. Und deshalb, weil ich den Chef der Europa-Union sah, den Dirk Ukrosee, mit dem ich auch in meiner Jugend viel zusammengearbeitet habe am Europa-Institut, ich habe den ganz bestimmten Eindruck, dass alle diese Ereignisse auch ein Umdenken im Hinblick auf Europa zustande gebracht haben. Es gab lange Jahre, wenn man dann Europa und Brüssel und die EU erwähnt hat, dann gab es müdes Gähnen und vielleicht auch noch ein bisschen Verärgerung, weil man gesehen hat, was die Europäische Union alles nicht geschafft hat. Und da gibt es auch eine eindrucksvolle Bilanz. Die Europäische Union ist nicht perfekt. Die Europäische Union ist aber
Und das muss man sagen, wenn man sich die Geschichte ansieht, der letzten 200 Jahre in Europa und vergleicht das in den ersten 145 Jahren, als es keine Europäische Union gab, wir in Europa alle paar Jahre irgendwo einen verheerenden Krieg hatten, die französischen Unabhängigkeitskriege, die Befreiungskriege, Napoleonischen Kriege, der deutsch-französische Krieg, der deutsch-österreichische, der deutsch-dänische Krieg. Es gab einen Krieg nach dem anderen und dann zwei Zivilisationskatastrophen, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und das hat dazu geführt, dass es Staatsmänner gab, die einen Gedanken hatten, der damals weder Otto von Bismarck noch Queen Victoria oder dem französischen Kaiser Napoleon III. Jemals gekommen war, nämlich der Gedanke einer europäischen Integration und Einigung, die mehr ist als die Summe des Interesses von einzelnen Mitgliedstaaten. Nämlich die Bereitschaft, das Recht, das Existenzrecht des jeweiligen anderen anzuerkennen und dafür einzutreten, dass alle zu ihrem Recht kommen und nicht alle gegeneinander arbeiten. Und seit wir dies haben, hat es zwischen zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 60 Jahren noch nie einen Krieg gegeben, noch nie einen einzigen Schusswechsel gegeben. Und das ist das, was Angela Merkel ausgedrückt hat, die Bundeskanzlerin, als wir den 50. Jahrestag der römischen Verträge vor 10 Jahren begangen haben, wo sie sagte, wir sind zu unserem Glück vereint. Ich sage es ein bisschen prosaischer, die europäische Einigung ist das Beste, was den europäischen Völkern in den letzten 200 Jahren passiert ist. Und deshalb tun wir gut daran, daran festzuhalten und sie nicht kaputt machen zu lassen. So, und auch dafür müssen wir nach außen einstehen. Wir haben drittens erlebt, dass die Rechtsstaatlichkeit dort, wo wir glaubten, dass sie Fuß gefasst hat, dann dabei war, sich langsam wieder aus dem Staub zu machen. Nicht in einem großen Prozess, sondern in einem schleichenden Prozess der Aushöhlung, wo es ganz schwer ist zu sagen, hier ist die Trennlinie, hier ist es gekippt. Beispiel Russland, Beispiel auch Türkei, wo wir uns große Sorgen machen. Wir haben ein hohes Interesse daran, mit den Menschen türkischer Herkunft in Deutschland, über 3 Millionen, gut zusammenzuarbeiten. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in der Türkei, die mit Bewunderung und Anerkennung auf Deutschland blicken und seit 100 Jahren, seit Kolmar von der Goltz und Liman von Sanders als preußische Offiziere im osmanischen Generalstab eingesetzt waren und dort die türkische Armee ausgebildet haben. Die haben bis heute Ehrengräber auf dem Friedhof von Istanbul. Jedes Kind weiß dort, wer Kolmar von der Goltz war und wer Liman von Sanders war. Wir haben allen Grund, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Aber die Zusammenarbeit war halt eben auch deshalb immer so wichtig, weil die Türkei sich seit vielen Jahren, seit Kemal Atatürk immer wieder darum bemüht hat, immer wieder mit Rückschlägen darum gerungen hat, ein demokratisches Land, ein demokratischer Rechtsstaat zu werden. Und das, was erreicht worden ist, ist nicht komplett weggefallen. Es gibt heute immer noch Meinungsfreiheit und es gibt immer noch Debatten in der Türkei, was man daran sehen kann, dass der türkische Präsident das Referendum eben nicht mit 80 oder 90% gewonnen hat. So gingen die Wahlen aus, lieber Stefan, als wir noch in der Schülerunion waren, im Ostblock überall und in China, sondern er hat sie mit 2 oder 3% Vorsprung gewonnen. Das zeigt, dass es tatsächlich noch Freiheit und demokratische Strukturen gibt. Und trotzdem sind die Gefahren erkennbar. Der Uwe Konrad hat sie genannt. Und dann kommen neue Akteure auf die politische Bühne, die es in dieser Form früher nicht gegeben hat. Der IS, der Islamische Staat, der eben kein Territorialstaat ist, sondern den Anspruch hat, staatsähnliche Strukturen rund um die Welt in allen muslimischen Ländern zu errichten und von dort aus die Entwicklungen in anderen Ländern zu beeinflussen. Wir hatten das so ähnlich mit Al-Qaida. Der Islamische Staat ist noch mal eine Stufe weiter. Und deshalb, so sehr die Terroranschläge, die wir in Deutschland erlebt haben, verhindert werden konnten oder im Breitscheidplatz, wo wir sie nicht verhindern konnten, stattgefunden haben, sie sind nicht alle vom IS organisiert worden, aber der IS hat die ermutigt, die Terroranschläge ausgeführt haben. Der IS hat ihre Abschiedsvideos, ihre Bekennerschreiben publiziert. Der IS trägt dazu bei, dass überall in der Welt Formen asymmetrischer Kriegsführung entstehen, wo teils staatliche, teils nicht staatliche Strukturen betroffen sind. Und in dem Zusammenhang erleben wir dann in der Tat, dass wir durch die Entwicklung der digitalen Medien, durch die Entwicklung des Cyberraums vor Fragen stehen,
die wir diskutieren müssen. Und lieber Uwe Konrad, ich muss dir eines sagen, du hast das so schön dargestellt. Ich glaube, wenn es sonst keine Begründung gäbe, aber alleine deshalb schon, bräuchten wir eine Landesmedienanstalt noch für die nächsten 20 Jahre, weil diese Probleme so viel hergeben und so viel Notwendigkeit zur Diskussion bedeuten. Und da müssen wir uns der Diskussion stellen auf einem Niveau, was den Herausforderungen angemessen ist. Wir haben über Fake News schon länger diskutiert. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das früher war, früher als Kurt Georg Kiesinger noch Bundeskanzler war, der Willy Brandt, da gab es eine Zeitschrift, ich nehme mal jetzt eine heraus, die Welt, die hat immer geschrieben, die CDU hat recht, und dann gab es die Frankfurter Rundschau, die hat immer geschrieben, die SPD hat recht. Und wenn ich dann zu einer politischen Frage die beiden Zeitungen gelesen habe, hatte man das Gefühl, man ist in zwei ganz verschiedenen Welten. Und was war jetzt richtig und was war falsch? Und es gab natürlich früher auch schon die Situation, dass Medien überall dort, wo der Medienpluralismus nicht funktioniert hat, versucht haben, Meinung nicht nur zu transportieren und Meinungsbildung zu ermöglichen, sondern dass sie eben auch versucht haben, Meinung ganz gezielt zu beeinflussen und Meinung zu machen. Und der amerikanische Präsident, der zitiert worden ist, der hat ja heute auch schon mal wieder getwittert. Nur wenn ich das, hab's glaube ich jetzt hier gleich, watched low-rated Morning Joe for first time in long time. Fake news. He called me to stop a National Enquirer article. I said no. Bad show. So, und nun haben wir, dort eine Situation, wo man sieht, wie der Meinungskampf, sich abspielt. Donald Trump, der Präsident, ist überzeugt, dass er in dem demokratischen Washington, wo die Meinungsmacher und die Medien zu Hause sind, keinerlei Unterstützung hat und in jeder Hinsicht behindert wird. Und deshalb geht er mit einer Deutlichkeit vor, wie wir sie in der deutschen Politik schon verlernt und vergessen haben, weil wir in den letzten 10 oder 12 Jahren auch unsere politische Kultur weiterentwickelt haben. Und was bedeutet das nun? Solche Debatten finden ja statt nicht nur vor dem Hintergrund eines politischen Meinungskampfes zwischen demokratischen Parteien, sie finden eben auch statt vor dem Hintergrund einer völlig veränderten technischen und faktischen Situation, was mediale Darstellung angeht. Heute ist es so, dass Daten zunächst einmal und Nachrichten in einer Geschwindigkeit transportiert werden, wie wir das doch zu keinem anderen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte jemals erlebt haben. Otto von Bismarck als Reichskanzler, der hatte den Zugang zu den Daten, weil der nämlich hat mal gesagt, ich wünsche mir, es gäbe eine depeschenfreie Zone. Wenn der irgendwo auf der Jagd war, in einem süddeutschen Jagdschloss bei einem adligen Kollegen, und es war in London oder in St. Petersburg etwas los, dann kam die Depesche, kam nach Berlin und die haben von dort telegrafiert an das Postamt in der Provinz, und da war ein reitender Bote und hat den Reichskanzler im Wald gesucht und gefunden und ihm die Depesche ausgehändigt. Das war das Privileg, und der Telegraph, das Telegrafennetz, war so etwas wie das erste Internet für Reiche und Vermögende. Der deutsche Adel musste übrigens bis zum Ersten Weltkrieg keine Gebühren für Telefon, Porto und Telegrafie bezahlen, was dazu führte, dass adlige Damen Kochrezepte per Telegramm ausgetauscht haben und Männer per Telegramm Schach gespielt haben. Das hat damals zu heftigen Debatten in der Öffentlichkeit geführt. Aber das war etwas, das auf einige wenige beschränkt war. Die anderen bekamen einmal die Woche oder einmal am Tag die Zeitung. Und auch dort waren manchmal Nachrichten drin, die schon 3 oder 4 Tage alt waren, weil sie vorher überprüft und verifiziert werden mussten. Als vor 14 Tagen Helmut Kohl gestorben ist, war ich unterwegs von Frankfurt nach ins Saarland mit dem Auto, und ich hab in den Social Media geguckt, was los ist, und plötzlich taucht die Meldung auf von der Bild-Zeitung: Helmut Kohl ist tot. War übrigens leider kein Fake News. Dann hat es 2 Sekunden gedauert. Da war die Nachricht bereits weiterverbreitet, retweetet und geliked in Rekordzeit einmal rund um die Welt. Dann haben Journalisten von dpa und Reuters und andere bei mir angesimst und gefragt, können Sie das bestätigen, dass Helmut Kohl tot ist? Natürlich konnte ich das nicht bestätigen, war ja gerade erst in Frankfurt gelandet, und es war natürlich auch so, dass in Oggersheim selber man auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt war. Ich konnte die Nachricht zu dem Zeitpunkt nicht bestätigen, aber
die Nachrichtenagenturen sind überrollt worden, weil plötzlich Zeitungen in aller Welt unter Berufung auf die Bild-Zeitung gemeldet haben, Helmut Kohl ist tot. Das dauerte 3 Minuten ungefähr, dann kamen die ersten Nachrufe. Dann hat die erste Zeitung, Breaking News, Helmut Kohl ist tot, lesen Sie hier demnächst alles über die Hintergründe, wie er gestorben ist, wie er gelitten hat und so weiter und so fort. Natürlich kamen die Hintergründe nie, weil die Familie aus guten Gründen auf Privatsphäre bestanden hat. Das heißt, wir haben es mit einem ganz anderen Medienverhalten zu tun. Das muss nicht bedeuten, dass man ihm hilflos ausgeliefert ist, aber man muss darüber diskutieren. Wir haben heute im Bundestag 2 Gesetze verabschiedet. Eines kam etwas unter die Räder der medialen Aufmerksamkeit. Das war das Gesetz über problematische Inhalte in den neuen Medien. Und da haben wir darüber diskutiert. Und da sind die Grenzen dann sehr fließend, wo es darum geht, dass man bestimmte strafrechtlich relevante Sachverhalte identifiziert und eliminiert. Und bis dorthin, wo man sagt, wo beginnt denn die Zensur und wo ist die Freiheit der Meinung und der Debatte beschränkt. Das sind schwierige Fragen und um die zu diskutieren, muss man natürlich selber auch mal eine Vorstellung haben, wie diese neuen Medien aussehen und muss dort unterwegs sein und muss sich tummeln. Und das alles kann man nicht erwarten von jemandem, der sein Leben lang seinen Beruf ausgeübt hat und der sich um viele andere Dinge gekümmert hat. Meine eigene Mutter weiß inzwischen natürlich, dass es Twitter gibt und sie weiß auch, was man im Internet findet, aber sie sagt, für sie selber ist es nicht mehr das, was sie mit 88 Jahren sich noch aneignen möchte. Sie ist zufrieden mit dem, was sie im Fernsehen hat. Aber auch die Rundfunkanstalten, die Zeitungen sind natürlich heute viel stärker Teil dieses internationalen Getriebes. Aus Kostengründen wird mancher Korrespondent wegrationalisiert. Aus Kostengründen werden immer mehr Nachrichten geteilt. Und wenn zum Beispiel, die NASA veröffentlicht, dass sie auf dem Saturnmond Enceladus einen unterirdischen Ozean entdeckt hat, der möglicherweise Leben beinhaltet, dann ist das in allen Zeitungen. Aber es steht in keiner Zeitung was Neues, weil alle die NASA-Meldungen bringen, and that was it. Weil es niemanden mehr gibt, der diese Dinge kommentiert, sie hinterfragt und darüber berichtet, wie sie sich entwickeln. Und deshalb glaube ich, dass die Freiheit der Presse der Schlüssel zu allem ist. Und dass wir dafür sorgen müssen, dass von der Ausbildung von jungen Menschen, die sich für Journalismus interessieren, über die Frage, wie können wir Medienvielfalt garantieren, bis hin auch zu der Frage, wie kann man eine Qualitätskontrolle organisieren, die nicht Zensur ist, wir eine ganze Reihe von Fragen auf der Tagesordnung haben, die wir in den nächsten Monaten besprechen und diskutieren müssen. Dazu gehören dann auch die Fragen, was kann man denn tun, wenn nicht nur falsche Meldungen im Internet verbreitet werden, sondern wenn möglicherweise staatliche und private Strukturen durch Internetattacken regelrecht lahmgelegt und zerstört werden, wie wir das in den letzten Wochen erlebt haben. Man kann ja Wahlen nicht nur beeinflussen über falsche Meldungen. Es gibt viele Länder, da können Sie heute Ihre Stimme elektronisch abgeben. Und wenn man eine Situation hätte wie in Estland, wo sich jeder Bürger im Internet identifizieren kann, dann spreche eigentlich nichts dagegen, eine solche elektronische Stimmabgabe zuzulassen. Aber wie sichern wir uns denn dagegen, dass das manipuliert wird? Es ist ziemlich schwer, 20.000 Wahlurnen bundesweit zu manipulieren. Aber die Frage, wie man dann in solchen elektronischen Medien plötzlich aus einer 2 vor dem Komma eine 3 vor dem Komma macht oder aus einem Sieg eine Niederlage macht, das ist ein Thema, das wir diskutieren müssen. Und deshalb haben wir unsere Nachrichtendienste in den letzten Monaten erheblich ertüchtigt, wenn es darum geht, sich mit solchen Herausforderungen zu beschäftigen und sie zu kennen. Es ist heute möglich, wenn eine Cyberattacke stattfindet auf eine Geschäftsbereichsbehörde der Bundesregierung, auf ein Forschungsinstitut, dann ist es heute in vielen Fällen möglich, den Weg dieser Attacke zurückzuverfolgen. Aber dann verliert sich die Spur irgendwo in einem fernen Land, wo der Server steht. Und von wo der Server gesteuert wird, das weiß man dann nicht. Der kann gesteuert werden aus einem Land, das 1000 Kilometer entfernt ist oder mehr. Das alles sind Fragen, denen wir uns in Zukunft stellen müssen. Ich glaube, dass es wenig Sinn hat, zu glauben, wir könnten uns der Moderne verweigern. Wir müssen davon ausgehen und müssen akzeptieren, dass der technische Fortschritt kommt, weil die Menschen ihn möchten. Wir müssen akzeptieren, dass
der Prozess der Digitalisierung gerade erst begonnen hat. Wir haben, und das wissen die, die da ein bisschen in der Wirtschaft unterwegs sind, ganz genau, wir haben unter dem Stichwort Internet der Dinge, Wirtschaft 4.0, einen Prozess, wo Maschinen mit Maschinen kommunizieren, einen Prozess, wo Maschinen mit Menschen kommunizieren, wo in einer unglaublichen Vielzahl Daten anfallen, die ihrerseits verarbeitet werden können. Daten sind der Rohstoff der Zukunft in einer sich immer mehr digitalisierenden Welt. Wenn wir demnächst die Möglichkeit haben, mit autonomen Fahrzeugen zu fahren, dann werden allein diese Fahrzeuge Daten produzieren, die alle Vorstellungen übersteigen, nämlich wann die Autos losfahren, wie schnell sie fahren, wo sie im Stau stehen, wo sie Halt machen. Alles interessante Themen, mit denen Menschen, die die richtigen Algorithmen produzieren und besitzen, einiges anstellen können. Wir stehen am Beginn einer Entwicklung hin zu künstlicher Intelligenz. Das ist alles andere als das, was wir bislang gewohnt waren, wo wir Computer programmiert haben und die Computer haben das ausgeführt, was man ihnen beigebracht hat. Künstliche Intelligenz heißt, dass die Systeme lernen können, dass sie sich weiterentwickeln können. Und mir hat Erik Schmidt von Google, als ich ihn vor 2 Jahren das letzte Mal traf, stolz gezeigt, er hat eine Datenbank damals gehabt von über 20.000 Bildern und ein Computerprogramm, das imstande ist zu lernen, welche Objekte auf diesen Bildern vorhanden sind. Und das imstande ist, ein Schloss zu unterscheiden von einer Kirche. Das imstande ist, einen Baum zu unterscheiden von einem Telegrafenmast. Das imstande ist, einen Hund zu unterscheiden von einer Katze. Nicht von vornherein, sondern durch das Betrachten von möglichst vielen Bildern und durch das Entstehen eines interaktiven Lernprozesses. Alle diese Herausforderungen kommen auf uns zu. Und deshalb müssen wir die Notwendigkeiten dafür schaffen, dass wir in Zukunft damit adäquat umgehen können. Wir haben in der Bundesregierung vor 4 Jahren die digitale Agenda beschlossen. Wir haben investiert in schnelles Internet. Wir werden das fortsetzen. Wir haben die Nachrichtendienste, die Sicherheitsbehörden ertüchtigt. Die Bundeswehr bekommt praktisch wie eine vierte Teilstreitkraft, eine Cybereinheit, die über entsprechende Kompetenz verfügen wird. Und damit komme ich dann zum Schluss, wir brauchen etwas ganz dringend und das ist Governance. Und darum ist es nicht zum Besten bestellt. Wir waren in der Politik des 19. Jahrhunderts in einer Situation, dass jeder sagte, ich verfolge meine Interessen. Otto von Bismarck sagte, als es hieß, du darfst niemals gegen Österreich etwas unternehmen, weil Österreich ist eine Monarchie, genau wie Preußen, und die Monarchen müssen zusammenhalten, hat Otto von Bismarck frech zurückgeschrieben an den Berliner Königshof, ich kann nicht Schach spielen, wenn mir von 64 Feldern 5 versperrt sind. Dann kann ich nicht gewinnen. So, und deshalb hat er überhaupt kein Problem gehabt, sich mit dem demokratischen Italien zu verbünden gegen das monarchische Österreich, als es 1866 darum ging, den Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland zu entscheiden. Und diese Politik, diese Interessenpolitik, mein eigenes Interesse zuerst, diese Politik hat uns letzten Endes dann in die Katastrophe des Ersten und des Zweiten Weltkriegs geführt. Nicht, dass Otto von Bismarck in so eine Falle hineingelaufen wäre. Dafür war er zu gut. Aber nicht jeder ist ein Otto von Bismarck und nicht jeder einzelne Staats- und Regierungschef verfügt über das gleiche Verständnis weltpolitischer und machtpolitischer Vorgänge und ist imstande, damit umzugehen. Und deshalb haben wir, beginnend nach dem Ersten Weltkrieg und dann erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg, etwas entwickelt, was es so vorher in der Welt noch nicht gab, nämlich supranationale Strukturen, völkerrechtliche Strukturen, wo wir gesagt haben, wir brauchen Governance, wir brauchen Foren, wo die Leute immer wieder zusammenkommen, die Europäische Union mit dem Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, wo die genau wissen, wenn sie unterschiedliche Meinungen haben, ist das der Ort, wo sie darüber reden. G7, die wichtigsten westlichen Industrieländer. G20, nächste Woche in Berlin, das Treffen der 20 wirtschaftlich und politisch wichtigsten Staaten dieser Welt. Darüber muss gesprochen werden, das muss diskutiert werden. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir es schaffen, dieser Welt Stabilität zu geben. Das ist der Grund übrigens, warum wir uns dem widersetzen, dass wir diese Strukturen auflösen, dass wir sagen, unsere Interessen zuerst und die anderen interessieren uns nicht, sondern wir glauben, dass wir nur zusammen die Herausforderungen bewältigen können. Als die ersten Telegramme und Briefe weltweit ausgetauscht wurden im 19. Jahrhundert, hat der Reichspostmeister von Stephan den Weltpostverein gegründet. Eine der ersten internationalen Organisationen überhaupt, der existiert bis heute.
als die Computer anfingen, sich weltweit zu vernetzen, als das Internet entstand, hätte Herr von Stephan vermutlich den Welt-Internet-Verein gegründet. Wir haben ihn bis heute in dieser Struktur nicht. Es gibt Strukturen, aber keine vergleichbaren. Und deshalb sage ich, die Politik und die in den Medien tätigen sind auch gefordert, dafür zu sorgen, dass wir Strukturen haben, die das Zusammenleben der Menschen vereinfachen und sicherer machen, weil sie den Zufall ausschließen und weil sie dazu beitragen, dass der Einzelne nicht so viel Unheil anrichten könnte, wie er vielleicht fähig wäre. Und das allerletzte, was ich sagen wollte, ich glaube, dass wir den Menschen auch eine gewisse Sorge nehmen können, wenn wir ihnen sagen, es wird nicht alles digital werden in Zukunft. Man kann Liebesbriefe auch noch mit Tinte und mit Papier schreiben. Und es wird auch nur in begrenztem Umfang möglich sein, digitales Essen anzubieten. Das Essen, was wir bekommen werden, wird analog sein, wie das seit 2000 Jahren der Fall ist. Und deshalb freue ich mich nicht nur auf die Diskussion, sondern hinterher noch auf das, was am geselligen Zusammensein sich anschließen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und sage einen Satz am Schluss. Wir haben heute im Deutschen Bundestag über ein Thema abgestimmt, was wahrscheinlich mehr Menschen interessiert hat als die allermeisten Debatten in dieser Wahlperiode. Das Thema Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Es ist ein Thema, mit dem wir uns alle schwer tun. Und für mich war es sicherlich auch eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Die CDU hat sich da schwerer getan als SPD, Grüne, FDP und Linkspartei. Und weder kritisiere ich, dass wir uns so schwer getan haben, noch dass die anderen sich leichter getan haben. Das sind keine einfachen Debatten, wenn es Kerninstitutionen unseres Zusammenlebens und Privatlebens geht. Ich habe mir lange überlegt, was denn die richtige Art und Weise ist, mit diesem Thema persönlich umzugehen. Und ich habe am Ende dann mich entschieden, zuzustimmen, aus einer Überlegung heraus. Ich wollte nicht, dass dieses Thema, die Bundestagswahlen und die 4 Jahre danach, so kontrovers diskutiert wird, dass es zu gesellschaftlichen Spaltungen führt, die quer durch Familien gehen können, nicht nur durch Parteien, sondern eben überall die Menschen auseinanderbringen. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir die Familie stärken, wenn wir die Ehe stärken und wenn wir dieses so strittige Thema dann ab nächster Woche nicht mehr im Mittelpunkt der Debatte haben, sondern uns darauf konzentrieren können, was wirklich geschehen muss, damit Menschen, die sich zur Ehe und zur Familie entscheiden, auch eine gute Perspektive haben. Dann hat dieser heutige Tag, so sehr ich mich darüber geärgert habe, dass wir ausgerechnet jetzt und ausgerechnet heute abstimmen mussten, dann hat dieser heutige Tag mit der großen und mit der breiten Mehrheit auch etwas Positives gehabt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus